gepaart an ehemals Tiere Natur selten sie seltsam kennt sie er oder der seltsam kennt sie der gepaart Acinonyx jubatus ist eine hauptsächlich in Afrika verbreitete Katze. Die in ihrem Jagdverhalten hochspezialisierten Geparden gelten als schnellste Landtiere der Welt. Gestalt und Körperbau der Art unterscheiden sich deutlich von anderen Katzen, außerdem weist das Jagdverhalten zahlreiche eher für Kaniden typische Merkmale auf. Daher wird der Art traditionell eine Sonderstellung unter den Katzen eingeräumt. Genetische Untersuchungen zeigten jedoch, dass diese entwicklungsgeschichtlich nicht gerechtfertigt ist. Die nächsten Verwandten des Geparts sind amerikanische Katzen, Pumas. Der Gattungsname Acinonyx kommt aus dem Altgriechischen und besteht aus den Wortteilen Ateakinetos, unbeweglich, sowie Onyx, Kralle. Geparde. Das Fell des Geparts hat eine gelbliche Grundfarbe, wobei die Bauchseite meist deutlich heller ist. Es ist mit schwarzen Flecken übersät, die deutlich kleiner sind als die eines Leoparden und keine Rosetten bilden. Das Gesicht ist dunkler und ungefleckt, trägt aber zwei schwarze Streifen, die von den Augen zu den Mundwinkeln laufen, Tränenstreifen. In Bezug auf die Fleckung ähnelt der Gepard zwar dem Leoparden, in seiner Gestalt unterscheidet er sich jedoch beträchtlich von diesem wie auch von allen anderen Katzen. Geparde haben extrem lange, dünne Beine und einen sehr schlanken Körper, der dem eines Windhundes sehr ähnelt. Der Kopf ist klein und rund, der Schwanz lang. Die Pfoten tragen dicke, schuppige Sohlen, die Krallen sind nur bedingt einziehbar, daher der Gattungsname. Aufgrund seines Körperbaus ist der Gepard das schnellste Landtier der Welt. Er erreicht im Lauf bis 112 km pro Stunde, kann diese hohe Geschwindigkeit aber nur etwa 400 Meter durchhalten. Die Anatomie des Geparts ist auch in weiteren Punkten auf Schnelligkeit ausgelegt. Seine Nasengänge sind erheblich verbreitert, so dass wenig Platz für das Gebiss bleibt, das gegenüber anderen Katzen stark verkleinert und damit eine relativ schwache Waffe ist. Auch Lungen, Bronchien und Nebennieren sind proportional stark vergrößert. Gepard im Ngorongoro-Krater, Tansania, Ostafrika. Ein Gepard erreicht eine Kopfrumpflänge von 150 cm, hinzu kommen 70 cm Schwanz. Die Schulterhöhe beträgt 80 cm. Trotz dieser stattlichen Größe bringt er es nur auf ein Gewicht von 60 kg. Nach neueren Untersuchungen gibt es nur zwei Unterarten oder gar nur zwei Populationen, nämlich den afrikanischen und den asiatischen Gepard. Zugleich stellte man eine auffällig niedrige genetische Variabilität mit Inzuchtraten fest, die banal denen von Labormäusen entsprechen. Demzufolge vermutete man, die Geparde könnten auch gegenüber Krankheiten und Umweltveränderungen anfällig sein. Es ist jedoch noch nicht geklärt, ob diese genetische Einförmigkeit in freier Wildbahn einen wesentlichen Nachteil für die Tiere bedeutet. Als weitgehend gesichert gilt, dass man ohne Abstoßungsreaktion Gewebe unter Geparden übertragen kann, etwas, das sonst nur bei genetischer Identität für möglich gehalten wurde, einer Igerzwillinge. Durch genetische und immunologische Untersuchungen konnte ermittelt werden, dass die heutigen Geparde wahrscheinlich alle von einer sehr kleinen Stammgruppe abstammen, genetischer Flaschenhals, die vor etwa 10.000 Jahren gelebt hat. Damals starb der amerikanische Gepard aus. Und der gewöhnliche Gepard entging offenbar nur knapp diesem Schicksal. Er breitete sich jedoch in den Savannen Afrikas und Asiens wieder aus und konnte daher bis in unsere Zeit überleben. Diese Untersuchung genießt in Fachkreisen hohes Ansehen und wird mittlerweile als klassisches Beispiel in der Populationsgenetik benutzt. Verbreitungsgebiet und Lebensraum bearbeiten. Verbreitungsgebiet des Geparden: hell, ausgestorben, mittel, geringe Bestandsdichten, dunkel, mittlere Bestandsdichten, rot. Hohe Bestandsdichten. Starke Bejagung führte zum Niedergang des asiatischen Geparden. Der Gepard war einst über fast ganz Afrika mit Ausnahme der zentralafrikanischen Waldgebiete verbreitet, außerdem waren Vorderasien, die indische Halbinsel und Teile Zentralasiens besiedelt. Heute ist er fast nur noch in Afrika südlich der Sahara anzutreffen. In Asien gibt es winzige Restbestände, die am Rande der Ausrottung stehen, siehe Unterarten.
Geparde sind reine Savannen- und Steppentiere. Sie bevorzugen Bereiche mit hohem, deckungbietendem Gras und Hügeln als Ausschaupunkten. Zu viele Bäume und Sträucher machen eine Landschaft für Geparde ungeeignet, da sie dort ihre Schnelligkeit nicht ausnutzen können. In Halbwüsten kommen Geparde dagegen gut zurecht, wenn sie genügend Beutetiere finden. Systematik bearbeiten man Unterschied, bisher üblicherweise 7 Unterarten des Gepards, von diesen leben 5 in Afrika und 2 in Asien. Alle Unterarten müssen als gefährdet eingestuft werden, besonders bedroht oder bereits ausgestorben sind die folgenden Unterarten: Mittlerer Punkt, Ariotheci, Nordwestafrika südlich der Sahara, kleine Restbestände. Mittlerer Punkt, Ariot venaticus, asiatischer Gepard, einst von Nordafrika nördlich der Sahara über Zentralasien bis Indien verbreitet, heute nur noch Iran. Es gibt nach Schätzung der iranischen Umweltbehörde etwa 60 bis 100 Tiere im Norden des Iran, vor allem im Kavir-Nationalpark, dem Tura-Nationalpark, dem Naibandan-Wildreservat und 2 weiteren Reservaten um die Kavir-Wüste. Um den Schutz der stark vom Aussterben bedrohten Unterart zu verbessern, wurden einige Tiere mit GPS-Halsbändern ausgestattet. Die 4 weiteren Unterarten sind: Mittlerer Punkt, Ariot jubatus, südliches Afrika. Mittlerer Punkt, Ariot rhinai, Kenia. Mittlerer Punkt, Ariot ngorongorensis, Ost- und Zentralafrika. Mittlerer Punkt, Ariot semeringii, West- und Zentralafrika. Ein Königsgepard im Zoo von Singapur als weitere Unterart des Geparts galt lange der Königsgepard, ein Tier, dessen Existenz bis 1975 angezweifelt wurde. Die Flecken sind bei ihm zu Längsstreifen verschmolzen. Inzwischen steht fest, dass es sich hierbei nicht um eine Unterart, Ariot rex, sondern um eine seltene Mutation handelt, die über ein rezessives Gen vererbt wird. In einem Wurf können sich normal gefleckte Geparde zusammen mit Königsgeparden befinden. Königsgeparde sind in ganz Afrika verbreitet, und obwohl sie immer noch große Seltenheit haben, scheint ihre Anzahl in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen zu haben. Biologen beobachten diese Entwicklung mit Interesse, da sie auf eine wachsende genetische Diversität bei den Geparden hinweist. Der Wuppertaler Zoo beherbergt mit dem Weibchen Helen das erste Exemplar eines Königsgeparden, das in Europa geboren wurde. Helen